Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5, dem DLC Hours of Darkness. So, wir werden jetzt noch einmal kurz zurück Richtung Norden schlendern. Denn dort hat sich eine weitere Mission aufgetan, die ich dann doch gerne noch einmal machen würde. Ist vielleicht auch eine gute Gelegenheit, um noch einmal. Ach, da bin ich hier wieder gelandet. Ja. Um noch einmal erstens die Vorteilspunkte zu holen, zweitens Luftangriffe noch einmal auf die Gegner niederregnen zu lassen. Ich glaube, die hatte ich ja schon durchgelesen. Ja, nur zur Info, ne? Nach dem letzten Part habe ich die Aufnahmesession beendet und jetzt habe ich das Spiel neu gestartet. Deswegen bin ich jetzt an einer leicht anderen Stelle gespawnt. So. Sind das die einzigen? Ja, aber so wie die hier am Durchlaufen sind, die kriege ich nicht eingeholt. Klar, ich könnte jetzt auch mit dem Bogen platt machen. Aber ich versuche den Bogen jetzt nicht allzu oft zu benutzen. Alter, dass der mich nicht sieht. So, warum auch immer die beiden jetzt. Also, das ist jetzt schon krass. Jetzt bewege ich mich wenigstens etwas fixer. So. So. Und jetzt gehe ich weg. Ne? Die Hauptsache ist ja jetzt wirklich, dass ich mich jetzt auch geduckt deutlich schneller bewege. Ne? Der erste Vorteilspunkt, den man kriegt durch den heimlichen Kill, ist automatisch schon so unfassbar gut und bevorteiligt einen so ungemein, dass man den eigentlich nach Möglichkeit immer aktiv haben sollte. Die anderen drei sind sozusagen Boni, ne? Das sind kleine Boni, die kann man mitnehmen. Aber der erste, den sollte man nach Möglichkeit immer aktiv halten. Scheint auch tatsächlich so zu sein, wenn man das Spiel verlässt und nochmal reingeht, dass dann auch die ganzen, wow, dass dann auch die ganzen Vorteilspunkte, die ganzen Schleichskill-Vorteile plötzlich resettet werden. Den Punkt finde ich dann schon ehrlich gesagt ein kleines bisschen gemein. Ne? Einem die ganzen Punkte noch mal zu nehmen. Scheiße. Oh, scheiße. Puh. Eng. Ah, jawohl. Und jetzt werden alle Gegner in 20 Meter Radius markiert und ich kann sie auch durch. Schluss damit. Momentchen noch. Kleinen Moment. Na? Momentchen. Ja, ich weiß. Alles cool, bin gleich bei dir. So, okay, ich dachte schon, der hätte sich jetzt umgedreht um 180 Grad. Das wäre fies gewesen, aber nee, passt. Irgendeiner kommt da gerade, deswegen schnell befreien hier. 5S Echo, hier Python 2-5. Ich habe einen verbündeten Kriegsgefangenen gefunden und befreit. Oh shit. Flusslauf abgeschlossen. Informationen, neuer Luftangriff in Reserve. Ah, stimmt ja eigentlich. Den habe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen vergessen. Mist, jetzt laufen die schön weg. Scheiße. Ja. Habe ich die erwischt? Die sind, Alter, wie weit die weggeflogen sind. Ich müsste mindestens einen erwischt haben. No, 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 no. Ach, Laber. Wer, wo, wie? Das ist jetzt Bullshit. Von was wurde ich denn jetzt bitte ge gesehen? Ach, komm. Jetzt erzähl mir nicht, dass es da irgendwie ein Heli oder so.
Okay. Sie halt null. Sie nix. Scheiße, komm, scheiß drauf. Ich versuche hier jetzt so schnell wie möglich abzuhauen. Ist hier noch eine Mission in der Nähe? Nein, das ist der falsche Wecker jetzt. Die hier ist die einzige so. Aber, boah, über einen Kilometer, ja, läuft, ey, scheiße. Ich habe gerade eine denkbar ungünstige Situation. Wenn der mich jetzt die ganze Zeit über... Oh, scheiße. Verfolgen kann, habe ich ein scheiß Problem. Muss ich einen Luftangriff auf den absetzen oder was? Oder muss ich mich irgendwo verstecken? Ich teste es ja jetzt mal so ein bisschen aus, ob ich dem durch Weglaufen entkommen kann. Sieht nicht danach aus, um ehrlich zu sein. Alter. Ist doch gut jetzt. Wie kann das sein, dass er mich auch permanent so perfekt trifft? Ist doch mal gut langsam. Alter. Ich komm nicht weg von dem, ne? Kann ich komplett vergessen. Ah, ja gut. Dann ist auch egal. Okay, also den kann ich null entkommen. Gar nicht. Weiß ich schon mal Bescheid. Wo lande ich jetzt? Außerhalb des Hauses. Na, aber immerhin. Das Einzige, was jetzt schade ist, mir wurde natürlich der eine Luftangriff abgezogen, der daneben gegangen ist. Na gut. Gibt Schlimmeres, denke ich. Beim nächsten Flakgeschütz hole ich die Angriffe sowieso wieder rein. Oder bei der nächsten Mission. So, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich sollte lieber unten bleiben, anstatt auf den Berg rauf zu klettern. Ja, ich meine, ist ja klar, macht natürlich Sinn, dass ich einem Helikopter zu Fuß nicht entkommen kann. Gerade hier so mitten im Kriegsgebiet, aber... Na. Vielleicht hätte es ja geklappt, wenn ich mich irgendwo verkrochen hätte. Glaube ich zwar nicht, aber... Na. Egal. Ich wollte jetzt einfach mal austesten, kann ich dem tatsächlich einfach nur durch Weglaufen entkommen? Einfache Antwort auf eine einfache Frage? Nö. Och. Ja gut, stimmt. Eigentlich hätte ich mir von denen jetzt die Schleichvorteile holen können. Das hätte ich auch nochmal eben machen können. Snipern die mich jetzt die ganze Zeit, oder? Okay. Und zack. So. Bewege ich mich wieder schneller. Was ist da? Ein Feuerzeug? Sehe ich das gerade richtig? Er scheint aus dem Nichts heraus so ein Feuerzeugsymbol. Abgestürzter US-Pilot in der Nähe. Tatsache. Feuerzeuge. Du findest Feuerzeuge bei den Leichen abgeschossener amerikanischer Piloten. Suche am Boden nach Fallschirmen. Die Leichen könnten dann nicht weit entfernt sein. Sammle die Feuerzeuge der Gefallenen und bringe sie zurück nach Hause. Ich habe da doch gerade eben noch einen Gegner gesehen. Läuft er da unten jetzt lang? Weg von hier? Umso besser. So, den Fallschirm habe ich ja bereits gefunden. Vielleicht hier oben? Nee. Hätte er sein können. Hier irgendwo. Huch. Irgendwo in der Nähe ist wieder ein Gegner. Ich habe ja das Feuerzeug noch nicht gefunden. Die Frage ist jetzt auch so ein bisschen,
Wie groß ist der Radius, in dem ich suchen soll? Oh, da ist er doch. Okay. Gesammelte Feuerzeuge 1 von 8. Na, immerhin. Moment. Diese Feuerzeuge. Spiele ich jemanden, dem die Feuerzeuge gehört haben? Also ich habe ja... Nein. Ich konnte ja die Feuerzeuge auch später im Hauptspiel finden. Also das heißt später. Ich konnte sie die ganze Zeit im Hauptspiel verteilt finden. Spiele ich einen ehemaligen Besitzer von so einem Feuerzeug? Doch, Jacob? Spiele ich denjenigen, für den ich die ganzen Feuerzeuge im Hauptspiel dann gesammelt habe? Könnte ja sein, ne? Vielleicht spiele ich auch einen absolut neuen Charakter, der mit dem Hauptspiel an sich eigentlich nichts zu tun hatte. Hier habe ich doch gerade eben auch schon wieder einen langlaufen sehen. Come on! Ich habe das Gefühl, die hauen ab, bevor ich die erledigen kann. Okay, und eine Seilrutsche. Gut. Luftangriffe sind in diesem Gebiet jetzt möglich. Ich weiß. Ah, hier habe ich sogar einen kleinen Mörser. Nett, aber ich glaube nicht, dass der über so einen halben Kilometer ballern kann. Wäre schön, wenn ja. Aber ich glaube es nicht. Oh Mann, vor mir ist eine komplette Front oder was? Sieht ein bisschen danach aus. Da wird wild rumgeballert. Ich sehe sehr viele rote Pfeile auf meinem... Oh. Radar. So. Gut. Weg mit dir. Okay. Ist da wieder ein Heli abgestürzt? Oh no. Ernsthaft? Aus der Entfernung hätte der mich entdeckt? Laber doch keinen Scheiß. Ah, die laufen sowieso jetzt alle weiter. Na gut. Dann brauche ich mich ja theoretisch um... Nee. Um die nicht mehr kümmern. Okay. Aber ich gehe mal stark davon aus, hier finde ich jetzt nichts Besonderes. Na gut. Perfekt, hohes Gras. So. Fertig. Pfeil wiedergeholt. Der scheint zerbrochen zu sein. Na gut. Huch. Ah, da ist noch ein Feuerzeug. Ja, Mensch. Zufällig dran vorbei gelaufen. An der Stelle hier. Ganz ruhig, liebe Kuh. Ganz ruhig. Ich will dir nichts. Ne, jagen muss ich hier zum Glück nicht. Ah, da ist er doch. Mensch. Da habe ich jetzt Glück gehabt. Direkt in die Richtung gelaufen, wo ich hin musste. Okay, Alter, was ist denn hier so ein roter Nebel? Als würde hier alles brennen. Das ist gar nicht gut. Was ist denn das? Wow! Muss ich mir Sorgen machen? Giftgas? Hä? Ich bin jetzt verwirrt. Ich glaube, es ist echt Giftgas. Mit anderen Worten, sehr schwierig hier.
Camp im Geisterdorf. Oh Mann. Ah, da ist er doch direkt. Gut, nächstes Feuerzeug gefunden und schnell hier durch. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier zu lange bleibe, dann bin ich sowas von tot. So, sichere das Camp der nordvietnamesischen Volksarmee. Ach, Gott sei Dank, bin raus aus der Suppe. Ah, da ist wieder so ein Propagandading. Okay. Was ist denn da? Befreie Moses! Oh! Noch einer unserer Kameraden. Okay. Alter. Geht schon einem schon dezent auf den Sack, ne? Oh. Alle Alarme deaktiviert. Ach, das war ein Alarm. Mist, ich dachte, das wäre eben dieser... Oh. Oh Mann. Ich hatte gehofft, das wäre eben der Lautsprecher gewesen. Nicht wirklich. Meine Güte. Wirklich komplett Demoralisierung, ey. Aber auf Dauerschleife. Boah. Schlimm. Ja, geil. Lehnt sich gegen nichts, gegen die Luft. Der ist ganz krass, der Typ. Was ist mit dem jetzt los? Wie ist der gerade die Treppe hochgelaufen? Oh nein, 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 nein. Oh Scheiße. Alter, wie läuft denn der? Ganz komisch. Scheiße. Haben die eine Leiche entdeckt? Mist. Nicht gut. Oh nein. Oh, gehen mir die Lautsprecher auf den Senkel, ich sag's euch. Meine Fresse, wirklich. Halt die Backen oder sag wenigstens was Neues. Oh, scheiße. So. Dich auch noch. Alter. Wie er sich spontan aus dem Nichts umdrehen wollte. Habt ihr das gesehen? Das Spiel hatte richtig Bock drauf. Oh. Der Dschungel umgibt dich, aber er ist nicht dein Freund. Unsere heldenhaften Soldaten verfolgen deine Spur und sie werden dich finden. Das Ding ist hier in der Nähe. Es wird immer lauter. Sei klug und rette dich. Wir überwachen den Funkverkehr. Da unten. Wir wechseln, was los ist. Aber bevor ich da reingehe... Oh. Ah. Ja, ist ja gut, Mensch. Unsere Flakkanonen, Alter, schießen jedes Flugzeug ab, das ins Tal eindringt. Unsere tapferen Soldaten durchkämmen den Dschungel. Sie sind überall
und sie werden dich finden. Amerikaner, wir wissen, dass du da draußen bist. Wir wissen, dass du umhören kannst. Gib jetzt auf. Das ist der einzige Weg. Meine Güte, wirklich. Und wir tun dir und deinen Kameraden nichts. Sei klug, G.I. Der Duell kann sehr gefährlich sein. Na, Alter. Ich will dir helfen. Wir haben deine Freunde. Alter, was? Komplett gesichert? Das war der letzte Gegner, Laber. Ich dachte, hier wären noch mindestens 5. Krass, aber die Gegner, die vorher... Fight Lager ausgeschaltet. Geben Sie Bescheid, wenn der Luftschlag kommen soll. Und du siehst deine Familie nie wieder. So, wo ist das Ding jetzt? Ist keine Schande. Wir behandeln dich gut. Da oben? Du bekommst Wasser und Essen. Amerika hat in Vietnam keine Zukunft. Aha. So, kaputt getreten hier. Meine Güte. Oh. Also... Mich hat nicht der Inhalt der Sätze, was sie geredet hat, fertig gemacht. Sondern einfach nur, dass die ohne Punkt und Komma gelabert hat. Wirklich komplett durchgesabbelt. Also, Alter, das ist eine schlimmere Folter. So, aufgetreten. Ich hab mich zum Teufel hier raus. Cowboy. Yo. Oh Mann, was für eine Überraschung. Schön, dich zu sehen, Moses. Komm schon. Bringen wir dich hier raus. Firebase Echo Python 25. Private First Class Moses Walker ist bei mir. Er ist frei. Ich wollte nur, dass ihr Bescheid wisst. Das ist gut zu wissen, Soldat. Wir sehen Sie dann am Abholpunkt. Alles klar. Private Walkers Rettung. Nice. Cason Moses Walker, der rechtschaffende Krieger. Und neuer Luftangriff in Reserve. Nice. So, ich entlasse ihn aber wieder, ne? Nicht so viel Spaß ohne mich. Vielleicht werde ich die Jungs mal zum letzten Kampf anfordern. Es wird hier bestimmt auch so eine Art letztes Gefecht geben. Vielleicht am Abholpunkt, wer weiß. Ne, kann mir nicht vorstellen, dass ich einfach so gehen gelassen werde. Da wird es bestimmt nochmal ordentlich rumsen. Alles klar, aber sonst, ich habe hier alles, ne? Müsste, wie viele Pfeile habe ich? Ja, Maximum easy. Kriege ich hin. So, jetzt erst einmal weiter in die Richtung. Der Absetzpunkt oder Abholpunkt ist immer noch circa 2 Kilometer entfernt. Wir kommen zwar nach und nach ganz langsam näher, aber ist doch noch ein Stück. Lieber hier so nebenbei statt auf der Hauptstraße. Man weiß ja nie, wo plötzlich Gegner auftauchen. Steht eine Helferauswahl zur Verfügung? Ja. Jetzt wäre es wahrscheinlich irgendwann wieder Zeit für ein weiteres Geschütz, oder? Also Flakgeschütz meine ich. Boah, da hinten sind ein paar Gegner. Schön. Da laufe ich doch mal hin. Und ordere einen Luftangriff. Ob ich die so großartig erwische, ich weiß ja nicht. Negativ, nicht möglich, Python 25. Das ist außerhalb der Kampfzone. So weit weg oder ist hier schon ein Flakgeschütz? Alter, die sind aber auch wieder so unfassbar auseinandergefächert. Python 25, ich leg los. Okay, let's go. Yo! Alter, einige davon fangen auch spontan Feuer. Zählen die dann auch? Ach komm. Das ist doch jetzt Beschiss. Wie konnten die mich entdecken? Erstens, ich war im Gebüsch. Zweitens, konnten die doch gar nicht wissen, von wo aus der Luftangriff beordert wurde. Laber doch keine Scheiße, Junge. So ein Bullshit, ey. Ah.
Die haben mir jetzt quasi wegen nix meine ganzen Vorteile abgezogen. Ja, danke. Da hab ich Bock drauf, ey. Was ist hier? Da hinten ist wieder irgendein Lager. Könnte ich mich mal dorthin begeben? Ah, Luftangriff nicht verfügbar. Oh. Ort entdeckt, Krokodilbrücke. Keine Ahnung, wird aber nicht der Ort sein, wo das Flakgeschütz ist, ne? Luftangriffe, hier sind sie wieder möglich? Hä? Okay, sind nur zwei. Aber ist an der Stelle auch egal, oder? Ich nehme auch zwei Kills. Falcon Zero Two ist feuerbereit. Waffen bereit. Ich sollte lieber mal ein bisschen auf Abstand gehen. Nice. Eindeutig weggesemmelt, die Jungs. Da kann ich aber mal von ausgehen. Ah, hier ist wieder so ein Propagandalautsprecher. Naja, wenigstens sind hier keine weiteren Gegner mehr. Lass sie nicht sterben. Ruhe! Oh Mann! So. Fuß war gerade nicht lang genug. Distanz zu groß. Bitte nähern Sie sich dem Objekt und versuchen Sie es nochmal. Das wäre auch geil, wenn das Spiel einem so krass an die Hand nehmen würde. Deshalb kämpfen wir südvietnamesische Kriegsgefangene. Okay. Wieder ein Gefangener. Vielleicht noch einer von meinen Leuten. Ah, Luftangriff nicht verfügbar. Ah, dort könnten doch die Flakgeschütze sein. Und ein Kriegsgefangener scheint dort auch zu sein. Also ein Ort, der gleich doppelt interessant ist, glaube ich. Genau. Entferne dich von deinen Kameraden. Hast du fein gemacht. Okay. Das scheint da der Letzte zu sein. Sehr gut. Feiner Junge, danke dir. Ich wollte schon sagen, ey. Ich habe R3 gedrückt und jetzt auf einmal haue ich ihm nur auf den Arsch, anstatt dass ich ihn erledige. Was war das denn jetzt? So. Hi, ich bin hier, um dich zu befreien. Oh, Moment. Das wäre witzig jetzt gewesen, ne? Einfach so in den Käfig reinspringen, so. Oh, wait. Jetzt bin ich ja genauso am Arsch wie du. Python 2-5, alliierter Trupp lokalisiert und befreit. Sie schlagen sich super. Hier steht ein schneller und voll beladener Flieger bereit. Schalten Sie die Flak aus, dann ist der Weg für ihn frei. Okay. Schade, da wurde so teilweise in die Luft geballert. Nee, da ist ein Kommandant. Der hat mir jetzt leider nicht die Position vom Flakgeschütz verraten können. Schade. Aber irgendwo muss es ja sein. Niedergebranntes Dorf. Da vielleicht? Wo Schüsse in Richtung Himmel abgegeben werden? I don't know. An dieser Stelle rate ich ja einfach nur, wo die Flakgeschütze sein können. So. Was zum... Oh. Na gut. Lass ich ihn halt ziehen. Was war? Oh. Böse. Oh. Okay.
Alter. Manchmal schleiche ich echt so an denen vorbei und ich denke mir, die müssen mich doch jetzt sehen. Aber nope. Hier, bitte. Okay. Schleicht mit mir mit. Will er bei mir bleiben, weil er denkt, oh ja, der kann mir noch weiteres Fressen besorgen oder was? Wirkt jetzt ein bisschen danach. Moment, da. In die Richtung scheint ein Dorf zu sein. Keine Ahnung, ob die Flakgeschütze dort sind, aber es ist zumindest ein Ort, der auf der Map auffällt. Also, man kann es ja mal versuchen. Oh. Immerhin noch ein bisschen was mitgenommen an Muni und Sprengstoff. Oh, jetzt bin ich an dem Ort komplett vorbeigelaufen. Oh je. Oh. Flug A! Jawoll! Na also doch! Habe ich's doch geahnt. Sehr schön. Ah, oh, ich hatte den richtigen Riecher. So, ist jetzt wieder schade, weil ich habe immer noch zwei Flugangriffe zu benutzen. Aber naja. Zwei Flakgeschütze. Okay. Na los, dreh dich um. Jetzt komm. Na los. Ach du Sau, ey. Ach so, oh Mann, ey. Das ist kein Schoßtierchen von denen. Ups. Okay, ich sollte nach Möglichkeit... Moment, aber den Fernzündungssprengstoff, den kann ich ja schon mal legen. Nicht euer Scheißernst. Wie geil ist der denn gerade geflogen? Ist ja super. So. Mit dem Zünden warte ich natürlich erst einmal. Ich mache hier erstmal ein paar Soldaten noch fertig, die in der Nähe sind. Oh. Schnauze. Genau deshalb hatte ich keinen Bock auf die. Oh Mann. Ach komm! Ah. Na toll. Wo ist das andere Flakgeschütz da hinten? Shit. Mann. Ich wollte den halt schön erledigen, damit der mich eben nicht entdeckt. Hat ja mal wieder schön geklappt. Nein, komm jetzt da hoch, Mann! Alter! Ich hab vor allen Dingen die Sprungtaste gedrückt, aber das Spiel hat's nicht interessiert. Hey Leute, eine Flak wäre hiermit erledigt. Gute Arbeit. Geben Sie Bescheid, wenn der Luftschlag kommen soll. Oh, jetzt kommt es hier an die Mauer, das ist nicht gut. Ach komm. Ich habe keine Sicht aufs Ziel. Wie jetzt? Dafür haben wir nicht die Reichweite. Alter, ich wollte gerade sagen, so weit weg ist das nun auch wieder nicht. Ernsthaft, jetzt haut der ab. Die hauen wie die abhauen, ey.
Als ob die ganz genau wissen, wo als nächstes das Ding losgeht. Das gibt's doch nicht. Leute. Unfassbar. So. Zählt natürlich nicht als heimlicher Kill. Ah ja, klar. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Hauptsache dem Tierchen geht's gut. Das hat alles überstanden. Okay, einmal hier rein. Da ist doch noch was. Oh, mein Charakter ist wieder zu doof, um da reinzuspringen. So. Einsatzbericht und Nachschubanforderung. Ein Bodenkampfflugzeug abgeschossen. Beide Piloten sind ausgestiegen und im Nordwesten bzw. Osten gelandet. Suchtrupps sind unterwegs, bisher keine Rückmeldung. Benötigter Nachschub 100 mm Splittersprenggranaten mal 400, 2,62 mm mal 3000, Feuerleitstelle, diverse Ersatzteile, Liste folgt. Tarnnetz 20 mal 20 Meter. Eieiei. Okay. Neues Camp. Entdeckt, da. Da ist sogar ein Anführer in der Nähe, wie es scheint. Hier ist noch ein Feuerzeug, zwei sogar. Alter Vater. Oh, da musste ich gerade niesen, trifft sich aber eigentlich ganz gut, denn an dieser Stelle könnte ich den Part für heute schon mal beenden. Hier sind zwei Feuerzeuge in der Nähe, die könnte ich ja bei der Gelegenheit auch nochmal mitnehmen, ne? Das wäre kein Problem. Und ja, dann weiter Richtung Norden, das nächste Camp auseinandernehmen. Alles klar, Leute, dann würde ich an der Stelle für heute erst einmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.